Hey Leute, herzlich willkommen zu Stone Crown. Nach dem Angespiel zur Demo haben wir jetzt hier die Vollversion. Ich habe einen Key vom Entwickler bekommen und da dachte ich mir, mache ich doch auch mal ein Let's Play dazu. Wir müssen mal schauen, wie das alles so laufen wird. Das befindet sich jetzt auch noch, gut, es ist noch nicht lange her, dass es in Early Access gestartet ist und wie sich das noch entwickeln wird und alles. Aber das hat mir halt schon in dem Video so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, ich mache dazu doch mal zumindest noch ein paar mehr Videos fürs Erste. Kann auch immer sein, dass, weiß ich nicht, eine Handvoll mache und dann erstmal aufhöre und dann irgendwann wieder damit anfange, wenn dann die Vollversion draußen ist. Müssen wir mal schauen. Wie ich das jetzt zeitlich machen werde, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Kann sein, dass hier am Anfang ein bisschen mehr Videos zu komischen Uhrzeiten kommen werden. Aber generell, wenn mehr dazu kommt, dann würde ich schon sagen, immer so um 19 Uhr im besten Fall. Vielleicht werde ich es auch nicht täglich schaffen, aber mal gucken. Das nur kurz vorab. Dann starten wir direkt ein neues Spiel. Und ich würde gerne wieder das Imperium nehmen und diesmal nicht auf Steine einkloppen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber hey, sowas hat man auch noch nicht oft gesehen. Gut. Wir können uns hier direkt dann nochmal die Kollektion anschauen, die Sammlung. Und gut, es sind jetzt nicht so viele Karten, aber das Deck ist jetzt auch, weil es halt die Frage, wie viele Kämpfe es dann gibt und wie viele Karten man bekommen kann. Ich bin auf jeden Fall gewillt, das rauszufinden. Ja, und die Stadt generell mit den Nahkämpfern. Die anderen werde ich auf jeden Fall dann auch irgendwann nochmal ausprobieren. Aber wir nehmen jetzt hier erstmal das Imperium, weil haben auch am meisten Lebenspunkte. Gut, dann passt das erstmal. So, unsere Startfähigkeit. Und vielleicht sollte ich jetzt am Anfang hier auch mal die ein oder andere Sache ausprobieren und nicht unbedingt das dann direkt nehmen, was ich schon so am besten finden würde. Weil wie das hier genau funktioniert mit Spiritual Weapon, ist halt auch die Frage. Haben wir dann irgendwie noch ein halt diese Waffe, die wir dann übers Feld schicken können? Oder wie funktioniert das genau? Die Boons hätte ich in dem Video am Ende gut gebrauchen können, hatte ich nicht. Shield Bash. Ja komm, fangen wir mal da an. Probieren wir einfach mal die Sachen aus, unter denen ich mir jetzt noch nicht so allzu viel vorstellen kann. Auf jeden Fall nehme ich, wenn ich hier schon Shield zur Auswahl habe, nehme ich erstmal ein Shield mit. Dann Slow würde ich jetzt erstmal nicht mitnehmen. Final Thrust ist schon was. Ja, Whirlwind könnte halt auch sehr nett sein. Ich müsste die dann halt auch erstmal unter 50% Lebenspunkte bekommen. Es könnte, damit kann man halt schon echt viel Schaden machen. Aber ich würde sagen, ich nehme erstmal Whirlwind noch mit. Und das ist jetzt die Slow nicht. Charge für so ein bisschen mehr Movement. Und Bleeding ist auch relativ günstig, die Karte. Die nehmen wir das nochmal mit. Dann haben wir hier nochmal Final Thrust und oder ein Shield. Zweites Shield wäre halt auch nicht so verkehrt, aber ich nehme jetzt das einfach mit. Jetzt kriegen wir leider nicht nochmal ein Shield. Das ist ein bisschen blöd. Und was das hier angeht, Intimidate macht jetzt halt auch nicht so viel Schaden. Wenn wir noch mal ganz kurz schauen. Whirlwind macht 4 Damage, Bullrush macht 3 Damage plus Bleed Damage. Final Thrust macht standardmäßig 4 Damage und insgesamt dann 10, wenn das dann greift. Deswegen. Und so von den Kartenkosten geht das eigentlich. Ist noch alles relativ günstig. Nochmal Charge will ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Whirlwind ist halt schon relativ teuer. Ich glaube, ich nehme nochmal Intimidate mit. Falls wir doch dann irgendwie mal ein bisschen uns von den Gegnern entfernen müssen. Habe ich jetzt im Video auch angespielt auch nicht so gemacht, dass ich muss mich da auf jeden Fall mehr bewegen und nicht einfach stehen bleiben. Am besten dann halt außer Reichweite laufen. Ich glaube, das ist dann sowieso die beste Idee. So, Companion will ich jetzt nicht, weil der hatte in der Demo, in dem angespielt, halt keine Karten. Der hatte halt nur eine Ability und das ist halt ein bisschen blöd. Relikt wäre schon ganz nett, aber eine machtvolle Karte wäre natürlich auch. Ich glaube, ich nehme erstmal eine Karte.
Power of the Prince. Wir heilen 10 Lebenspunkte, bekommen 1 Mana und ziehen 2 Karten. Deplete. Oh, trotzdem, das ist natürlich schon... Das ist schon ordentlich. Ja, kann man zwar nur einmal im Kampf benutzen. Aber das ist auf jeden Fall... Gut, und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie machen wir das? Muss ich jetzt eigentlich... Da haben wir ein Stash, da haben wir Relics, hier haben wir unser Deck. Und die Karten sind da auch schon alle gleich dann... Power of the Prince ist automatisch schon mit drin. Entschuldigung. So. Und jetzt hier am Anfang würde ich fast sagen, wäre es natürlich besser, wenn wir erstmal die Möglichkeit bekommen, mehr Karten zu erhalten. Companion wäre halt auch nicht verkehrt. Dann erhöht sich halt gewisse Wahrscheinlichkeit für bestimmte Sachen. Hätten wir nochmal eine 5% Chance für jeden Begleiter zusätzlich zu den 20% in dem Fall. Und was den Rest angeht, mehr Gold. Ich glaube, das ist erstmal nicht so wichtig. XP am Anfang, weiß ich nicht. Ich glaube wirklich, Relikt wäre auch nicht verkehrt. Aber ich nehme jetzt hier erstmal am Anfang Explore. Gut. Was haben wir? Encounter, Merchant, Combat. Ich würde fast sagen, aber das ist halt die Frage auch, ob man direkt am Anfang dann schon mit Combat starten sollte. Aber wir haben ja auch eine Heilkarte, deswegen wäre das vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Gut, mit einem Händler können wir jetzt noch nicht so viel anfangen, weil wir haben ja noch gar kein Gold wirklich gesammelt. Wir haben ja nur diese 50 Gold Startgold. Und Event, ja komm, nehmen wir wieder Combat, wie ich das letztes Mal auch gemacht habe. Ich glaube, was mich an den Steinen hier wirklich irritiert hat, waren, dass die hier so eine Lebenspunktanzeige haben. Das hat mich aus dem Konzept gebracht. Gut, wir haben ja also 3 Gegner. Ich hätte gern hier noch so ein bisschen so Tooltips für die Gegner. Wir können uns zwar anschauen, was die... Oh! Ach, wir können uns das sogar ansehen, was die für Sachen haben. Vampiric Bite. Lebenspunkte klauen ist halt ein bisschen blöd. Du hast Slow und Bite zusammen mit Bleed. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal hier hin, weil da haben wir Steine als Deckung so ein bisschen. Und am Anfang kann man hier halt noch nicht so wirklich viel machen. Beenden wir erstmal den Zug. Die Frage, wie weit kann sich der Wolf bewegen? Gut, er hat uns direkt geslowt. Ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Wir können jetzt hier schon direkt diese Waffe beschwören. Und ich glaube... ach, ich muss das Feld auswählen. Gut, du kommst mal dahin. Das ist quasi dann so ein Minion. Kann jetzt aber so noch nichts machen. Das ist natürlich dann auch echt gut, um Schaden abzuwehren. Schon direkt von Anfang an. Wir können jetzt erstmal nichts mehr machen. Gut, dann lassen wir das. Dann sind die Gegner halt auch erstmal abgelenkt. Das war, glaube ich, echt eine gute Idee, dass ich das mitgenommen habe. So, dann hast du Chop. Dann choppen wir mal. Das macht echt schon ordentlich Schaden. Gut, jetzt haben wir hier... Wir hätten auf jeden Fall Whirlwind. Damit könnten wir schon ganz gut Schaden machen. Wir könnten dich damit auch schon direkt erledigen. Was ich mich jetzt hier frage, bleibt die Waffe so lange bestehen oder verschwindet die dann mit der Zeit? Wir können uns halt auch nicht allzu weit bewegen. Ich hätte jetzt gerne schon Whirlwind benutzt, aber das geht leider nicht. Kann ich das denn hier benutzen? Das kann ich nur auf mich selbst, auf mir selbst benutzen, ne? Nicht auf so ein Minion wahrscheinlich. Gut, dann soll es das erstmal soweit gewesen sein. Und die Waffe ist natürlich immun gegen Bleeding. Wäre auch komisch, wenn nicht.
So, dann ist jetzt die Frage. Wir können halt auch nicht durch die irgendwie durchlaufen. Wir müssen dann halt schon schauen, dass wir uns vernünftig positionieren. Wenn ich jetzt hier hingehe und dann Whirlwind benutze, dann treffe ich nur die zwei. Das heißt, wir können jetzt hier nochmal Chop benutzen. Die Frage ist nur, wir benutzen das mal bei dir. So, dann bist du auch relativ runter. Dann gehen wir hier hin. Dann, mit reicht's halt nicht. Verdammt! Dann nehmen wir einmal Shields ab. Und unser Ally oder unser Minion ist dann auch geschildet. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. So, dann können wir erstmal nichts mehr machen. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Ich könnte natürlich auch die Waffe woanders hin bewegen, aber dann kann sie halt nicht mehr angreifen. Am besten wäre es natürlich gewesen, ich könnte die hier nach unten ziehen, dass die einmal den hier angreift. Ich nach oben gehe, dann Whirlwind benutze, dann sind die zwei auf jeden Fall schon erledigt. So können wir dann jetzt... Tja... Würde sagen, wir benutzen erstmal Whirlwind. Dann bist du nämlich erledigt. Dann haben wir noch einen. Das heißt, wir können dann auch noch Final Thrust benutzen. Dann bist du noch nicht ganz erledigt. So, und bei dir geht das jetzt noch nicht mehr. Gut, aber die sollten dann halt auch kein Problem sein. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Schaden. Sechs Lebenspunkte. Du hast drei. Du kannst mal hier hinlaufen, dann erledigst du die. Wir gehen dann mal hier hoch und können dann einmal Shields Up benutzen. Gerade bei Shields Up ist natürlich auch die Sache, da sind natürlich Companions gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich kann das jetzt auch schon benutzen. Gut, dann machen wir das so. Dann hast du noch drei. Die Sache ist halt die, man sieht halt nicht die maximalen Lebenspunkte. Man muss halt wissen... Ach doch, hier oben. Was rede ich denn da? Final Thrust. So. Das lief doch schon mal sehr viel besser als im Video zur Demo. Liquid Courage, tough für drei Züge, sämtlicher Schaden um 50% reduziert, für drei Runden, das nehme ich auf jeden Fall mit, Triple Strike, das hat so ein bisschen was von Whirlwind, oder kann ich mir das dann aussuchen, wen ich dann angreife, müssen wir alles noch rausfinden, Field Medicine, oh, solange wir die Karte auf der Hand haben, heilen wir jede Runde drei Lebenspunkte und verlieren einen Movement, einen Bewegungspunkt. Tremor. Okay, also so ein Flächenschaden nach vorne durchgehend. Days. Das wäre natürlich auch sehr nett, dann müssen die halt mehr... sind halt die Kosten für die einzelnen Karten beim Gegner verdoppelt. Oh, das klingt jetzt erstmal alles gar nicht so verkehrt. Triple Strike. Wir machen, glaube ich, erstmal ganz gut Schaden. Heilung haben wir auch. Ich glaube, ich nehme Tremor mit. Erstmal. Alles klar. So, wir bleiben erstmal weiter bei Explore. Und gucken mal, was wir jetzt hier haben. Encounter Combat. Ich weiß das halt nicht. Encounter könnte man halt nehmen, aber die Gegner werden dann halt auch immer schwerer.
würde ich generell bei solchen Spielen immer machen, am Anfang möglichst viel kämpfen, um möglichst eine Menge Karten zur Auswahl zu bekommen und später dann vielleicht Encounter nehmen, um dann Gegnern aus dem Weg zu gehen. Deswegen... Gut, Händler fällt erstmal nach wie vor, glaube ich, flach. Nehmen wir nochmal Combat. Was hast du denn hier? Slam, 6 Damage, Slow ist mir jetzt nicht so wichtig. Bite. Das war wieder mit Bleeding. Und Air Rocket, ja, okay, das war das, genau. Bite und Growl, ja, das kennen wir schon, was du machst. Dann. Es sind halt schon ein paar mehr Gegner, deswegen würde ich wirklich sagen, wir positionieren uns mal hier. Da müssen die halt nach und nach anrücken. Und wir schwören dann hier schon mal die Waffe. Packen die mal direkt vor uns. Gut, die blockiert uns halt jetzt erstmal so ein bisschen, aber das sollte halt kein Problem sein. Gut, gibt's dann halt noch Fernangriff. Du gehst mal dahin, benutzt dann einmal Chop. Und wir bewegen uns. Ich glaube, ich gehe das ein bisschen vorsichtiger an. Wir gehen mal hier hin. Dann können wir einmal Final Thrust benutzen. Dann haben wir den Wolf schon mal ausgeschaltet. Und ich glaube, wir bleiben dann. Können natürlich auch hierhin wieder noch zurück. Das Problem ist, ich würde dann halt auch gerne Whirlwind benutzen. Nach Möglichkeit eventuell. Weil ich will halt auch keinen Schaden bekommen. Deswegen, ich bleibe jetzt erstmal da. Das haut auf jeden Fall schon rein. Gut, du hast 10, du hast 8. Tremor ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir müssten halt schon hier stehen, damit wir das dann benutzen könnten. Und dann machen wir das doch. Gut. Du kannst jetzt damit erstmal nicht angreifen. Aber die müssen jetzt erstmal mehr bezahlen. Na, die Waffe ist jetzt leider hinüber. Power of the Prince will ich, glaube ich, jetzt noch nicht benutzen. Wir hätten hier schon direkt Whirlwind und das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann nehmen wir einmal Whirlwind. Dann hast du noch 2, dann nehme ich jetzt schon mal Power of the Prince. Dann haben wir hier nochmal das und das. Und jawohl, das lief doch gut. Molotow-Cocktail. Das Problem ist halt, dass die sich schon ziemlich schnell bewegen generell und weit bewegen. Die laufen dann da vielleicht durch, aber bleiben halt nicht drin stehen. Vielleicht kann man den Gegner dann damit den Weg abschneiden, aber da bin ich jetzt erstmal nicht so von überzeugt. Last Man Standing. Deal 5 Damage, deal 5 extra Damage if you have no allies. Zählt die Waffe dazu? Naja, das wären dann halt. Das wäre halt aber auch teurer, ne? Aber wir haben durch die Heilkarte, kriegen wir dann noch einen Mana-Punkt. Könnten wir das ein bisschen kompensieren oder wir nehmen nochmal Final Thrust, aber dafür müssen wir halt den Gegner dann schon unter 50% der Lebenspunkte haben. Intimidate nehme ich jetzt nicht nochmal. Macht mir zu wenig Schaden. Bin ich jetzt bereit? Das hier ist halt eine sichere Bank, wenn wir keine Allies haben. Auf der anderen Seite Final Thrust. Wir haben ja Whirlwind, von daher
sollten wir die doch eigentlich immer schon unter... Ich glaube, ich nehme Final Thrust. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Mana-Punkte pro Runde. Das sollte soweit erstmal passen. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal weiter. Encounter, Boss, Merchant. Ist halt auch die Frage, wann denn schon wirklich... wann man wirklich zum Händler sollte. Gut, wir hatten jetzt schon zwei Kämpfe, aber wenn ich jetzt schon lese, Boss, will ich zum Boss? Gut, wir probieren mal den Boss. Ich glaube, ich werde das bereuen, aber 45 Lebenspunkte. Ja gut, da ist die Karte natürlich ein bisschen blöd. Okay, was hast du denn hier so? Oh, jede Menge. Stomp, Days, ja super. Grapple, Immobilize yourself und Target. Ja, das ist halt blöd, wenn man vor dem weg will. Verwundbar. 50% mehr Schaden. Slam, mehr 6 Damage. Headbutt. Und nochmal was mit Verdopplung. Jetzt ein bisschen, Also wir dürfen uns halt nicht so in einer Reihe aufstellen. Und wenn ich dann schon die Waffe hier beschwöre, müssen wir halt echt mal gucken, wie wir das machen. Ich könnte jetzt hier hinlaufen. Dann nehmen wir mal hier die... Moment. Du kannst dich zwei Felder weit bewegen. Ja, dann nehmen wir erstmal die Waffe. Die kommt erstmal hier hin. Genau, damit habe ich nämlich jetzt schon gerechnet. Oh, boah, das gibt's doch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Einmal Shields ab, bitte. Gehst mal dahin. Und beenden wir jetzt nochmal den Zug. Okay, können wir jetzt Shop... Will ich das denn schon direkt benutzen oder nehmen wir erstmal... Ja, Final Thrust ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir haben jetzt hier Days, das was wir nicht benutzen können, weil es halt zu teuer ist. Bull Rush nehmen wir jetzt halt mal. Und... ja... ich nehme jetzt mal Tough. Wir müssen eigentlich hier so echt so ein bisschen den Schaden reduzieren. Weil wir machen halt auch ein bisschen wenig Damage. Du hast noch 33. Wir haben jetzt noch 10. Oh Gott. Final Thrust bringt jetzt halt mal überhaupt nichts. Wir können dich slowen. Dann gehen wir mal ein Feld zurück. Dich können wir jetzt nicht bewegen. Erstmal so ein bisschen Schaden machen. Gut, dann hätten wir Tremor. Ja, das ist halt wieder zu teuer. Final Thrust ist jetzt auch erstmal egal. Dann machen wir erstmal so weiter. Er macht ja weniger Schaden und ist erstmal beschäftigt. So, Power of the Prince ist jetzt schon mal recht nett. Dann haben wir hier... das würde ich auf jeden Fall gerne benutzen. Und... gehen einmal nach vorne, benutzen einmal Shields ab. Und ich nehme jetzt trotzdem Final Thrust, weil wir müssen Schaden machen. Low ist halt nicht so wirklich nützlich. Bull Rush, da hätten wir wieder Bleed. Du hast jetzt aber schon weniger Lebenspunkte. Dann nehmen wir Final Thrust.
Jawohl, geht doch. Agility Potion, Movement Speed. Ja, nee, will ich jetzt auch nicht, nee. Oh, wir können Knight beschwören. Finishing Blow. Oh, das ist halt auch super. 6 Damage und wenn wir den Gegner töten, kriegen wir 2 Mana. Das heißt, die Karte ist dann kostenlos. Field Medicine. Heal würde ich erstmal jetzt noch nicht wieder nehmen. Wir haben eine einmalige Heilkarte und die heilt dann auch 10 Lebenspunkte. Ich glaube, Finishing Blow, wir brauchen auf jeden Fall Damage. Na gut, 187 Gold, ich bin noch am Leben. Und dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Das Spiel sieht nicht nach viel aus, aber es macht trotzdem schon echt sehr viel mehr Laune, als man vielleicht vom rein sehen denken könnte. Oder von den Steam-Bildern oder so, von der Beschreibung. Das macht schon richtig Laune, das Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.